So, was ist das nächste Team? Das Roulette läuft. Wir warten auf das Stopp. Und stopp. Hatten wir schon. Okay. Läuft wieder. Dann Man City, stopp. Nee, nicht ganz. Oh Gott. Na. Da kenne ich ja gar keinen, außer Amalfitano. Amalfitano, das war aber damals schon ein Biest. Also, auf geht's. Und Foster, habe ich in Form gezogen. Ja. War aber auch scheiße. Super. Mulumbu. Der Name, Mulumbu. Nein, also nächstes. Und stopp. Hatten wir schon. Stopp. Hatten wir noch nicht, aber ich glaube, wir werden auch keinen Gegner finden. Ja, gut, dann dreh gleich weiter. Okay, alles gut. Stopp. Oh. Ah, sowas will ich doch sehen. Das können wir eigentlich direkt so stehen lassen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Obwohl, ich schau mal kurz. Ah, wobei Marta noch... Marta nicht da. Spielt da nicht, oder? Stimmt, Marta ist gewechselt. Richtig. Aber Cole ist noch auf der Bank. Oh, da ist noch einiges auf der Bank, was ich noch einwechseln muss. Hörle auf der Bank. Ja gut, aber was, wo willst du denn was ist noch? Ja gut, für Hazard oder William dann halt als Einwechselspieler. Ja, klar, du wirst danach noch einwechseln. Ich würde sagen, also da finden wir auf jeden Fall einen Gegner. Das wäre lächerlich, wenn wir da noch keinen Gegner hätten. Und ich schätze mal, wir werden was kriegen wie Barcelona, Real Madrid, Hull City, Bayern, Schalke eventuell. Nein, dann kennst du das Ergebnis aber schon vorher. Ja, 3-0 für Schalke, oder? Ja. Sicher, das ja, Ding. Sicher. Oh Gott. Gut, wenn einem so viel Platz lässt, dann geht das zu 90% rein. Ja, normalerweise wollte ich nur querlegen, aber... Na gut, wenn du so viel Platz kriegst. Also wenn ich dadurch so viel Platz kriege. Auch sehr obvious übrigens. Da haben wir wieder das übliche Platzproblem. Ich weiß nicht, warum manche Leute halt in der Verteidigung die Eigenschaft haben, so viel Platz zu lassen. Habe ich doch aller Football-Manier den linken Spieler weggehalten. Ja. Ja. Halbzeit. Halbzeit. Zweimal wählen, zweimal zu viel Platz. Aber dieses Mal die Statistik ein bisschen ausgeglichener. Ja, der Gegner ist jetzt auch nicht so schlecht. Muss mal aufpassen, was da passiert, wenn wir hier auf Defensiv stellen würden. Oh Gott. Da würden die gar keine Akzente mehr setzen, weil die ja nur über lange Bälle kommen. Naja, aber wenn wir auf Defensiv spielen, haben wir natürlich auch ein bisschen weniger Druck nach vorne. Als ob wir es uns beim 2-0 nicht erlauben könnten. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich spiele lieber noch auf ein paar mehr Tore. Da schießt einem Hummels einfach mal ins Gesicht.
Ui, 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 Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war, ja. Der kam irgendwie nicht runter, der Ball. Olo. Olo? Ja. Was ist ein Olo? Ich kenne Yolo, ich kenne Yobo, aber Olo? Oh. Der André. Ach, sehr schön gemacht mit dem, der Ballrolle. Reagiert der Torwart halt nicht mehr so schnell. Was ist das denn für ein Jubel, bitte? Ich sag mal, mit einem, man merkt es, mit einem etwas stärkeren Team sind wir noch ein Stück besser. Ja. Ja. Tut mir leid, Jungs, aber ja, ich würde sagen, das ist die Meisterschaft. 5 Spiele, 5 Siege, eine makellose Bilanz. Titel Liga 5. Und wieder ist ein Video zu Ende und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert meine Videos, abonniert mich, oben rechts geht's zur Become Legend Playlist. Bis dann, ciao, ciao, euer Rave.